Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen im neuen Video. Es regnet leider, aber es ist trotzdem, muss ich euch diese bezaubernde Szene, und ich gehe jetzt hier unter den Schirm. Naja, Moment. Hier seht ihr jetzt diese bezaubernde Szene. Es ist jetzt hier heute geschlossen und ich bin im schönen Bad Homburg bei der lieben Sabine im Trendhaus am Bach. Und wir bereiten hier die Öffnung des Ladens vor mit wunderschönen Sachen. Und ich muss euch mal hier in unser Kämmerlein führen. Ach nee, das machen wir nach der Intro. So, und ja, wir sind hier ganz fleißig und pflanzen hier in wunderschönen Kombinationen. Guckt mal, wie schön diese Maritima heißt, das Stacheldraht, die Stiefmütterchen, wie schön das in diesen Farben harmoniert. Und wir pflanzen große Schalen und dann auch kleine Schalen und in diesen warmen herbstlichen Farbkombinationen. Und was wir heute vor allem machen, und da habt ihr das Video gesehen zu meinem Hortensienkranz, das ist jetzt also ein kleines Kränzchen und das ist eine richtig tolle, ausgereifte Hortensie. Also man sieht hier diesen kleinen Kranz als Basis und gibt nicht nur den, sondern auch hier noch, gibt es hier noch einen und hier noch einen. Und dann haben wir auch noch dazwischen gebunden Clematis. Das ist also auch eine sehr, sehr schöne Kombination. Und hier gibt es noch den großen Kranz mit seinen tollen Schattierungen in rötlich, auch mit Clematis. Dann haben wir hier gepflanzt. Das ist also ganz besonders süß mit Schleierkraut. Das ist ein gefärbtes Schleierkraut. Das hält besser als das ungefärbte. Und mit verschiedenen Kalunen. Und hier diese Farbübergänge zu der Kaluna ist wunderschön. Ja, und sehr toll ist, dass immer so eine kleine Spielerei ist. Hier ist ein kleiner Flechtenzweig. Gibt ja auch mal ein Video mit Flechtenzweigen. Da mache ich euch nochmal den Link rein. Da haben wir also tolle Herbstarbeiten gemacht. Und dann gibt es hier noch wunderschöne Hagebuttenkränze. Und nicht nur einen, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hagebuttenkränze. Also ich habe die mit Handschuhen gewickelt. Und es ist ja ein Traum. Und die haben auch richtig Gewicht, diese kleinen Kerlchen. Ja, die sind also richtig schwer. Und es gibt noch was anderes, das zeige ich euch jetzt gleich im Video. Ich mache jetzt nämlich noch einen wunderschönen Glückwunschstrauß zu einer Hochzeit. Aber dazu gehe ich jetzt mal hier in diese schöne, ja, es regnet heute leider im schönen Bad Homburg. Aber das macht nichts. Es tut diesen wunderschönen Hof, das ist eine alte Schmiede, das ist traumhaft, das ist so charmant für Blumen. Und willkommen, jetzt komme ich hier mal herein. Ja, ist also hier ganz tolles, ehrwürdige Werkstatt. Hier steht natürlich viel, ja, ein Floristikbetrieb hat immer viel. Da gibt es hier die Efeueimer und da gibt es so viel Material, da kann ich euch gar nicht im Detail rumführen. Aber ich mache heute einen Blumenstrauß, das ist ein Glückwunsch zu einer Hochzeit und dafür haben wir auch richtig schöne Sachen eingekauft. Moment, ich gehe mal hier rüber und zwar, ja, hier haben wir also tolle Hortensie, dann haben wir Lysianthus, ganz tolle Chrysanthemen, Gräser und ja, und dann gehe ich nochmal um den Tisch rum, da geht es mir auf die andere Seite, Moment. So, hier gibt es also sehr schöne Rosen. Chrysanthemen, Gräser, die sind der Hammer. Ja, also man muss mal gucken, wie lang die sind, wie groß. Und hier auf dem Tisch sind jetzt ganz knackfrische Blumen. Mein Spruch ist immer, die sollen beim Kunden aufgehen. Ja, Alchemilla, es gibt immer noch Alchemilla.
die schönsten Dahlien in diesem ja fast bronzefarbenen Farbton. So, ich muss mal. Und dann auch in einem wunderschönen warmen Rot. Es gibt sehr schöne Rosen, die kommen allerdings nicht in meinen Strauß. Auch hier nochmal Dahlien, Rosen, Hortensien. Hortensien, die sind so fest. Hört ihr das? Das raschelt. Und wenn das so raschelt, dann sind die richtig schön fest und ausgereift. Ja, und hier auch, was man so für die schönen herbstlichen Sträuße, egal ob in Rosé-Tönen oder auch, hier seht ihr zum Beispiel, dass Rosé und Orange sich in keinem Fall widersprechen, dass man es also sehr schön kombinieren kann mit Herbstlaub. Hier nochmal Hortensien. Ja, und Herbstlaub, das sind also auch Laubsorten, die es hier gibt. Ja, also ich würde sagen, gibt jetzt genügend tolle Sachen und ich kann jetzt einfach mal loslegen und werde einen schönen Strauß binden. Moment, muss ich mich wieder mal durchkämpfen. Habe hier auch einen ganz tollen Eukalyptus in diesen wunderschönen Farbschattierungen. Also sowohl in diesem warmen, ja in diesem dunklen Farbton, auch grau, grünlich. Aber ich hänge jetzt einfach die Kamera auf, weil ich zeige euch jetzt mal ja, den Strauß. So, die Kamera hängt und cool. Ich finde, das ist jetzt ein richtig toller Füllplatz. Ich stehe hier natürlich inmitten von, ja, von ganz vielen Arbeitsmaterialien. Wir müssen wirklich immer gucken, dass wir unsere Sachen unterbringen. Und eine Blumenwerkstatt ist immer voll. Immer, immer, immer. Ja, es ist so. Ja, und ich habe hier also von diesen Blumen, die ich euch gerade gezeigt habe, habe ich jetzt eine wunderschöne Auswahl mitgenommen, die ich jetzt auch binden werde. Und habe noch auch noch schöne Gräser. Moment, da muss ich erstmal öffnen. So, habe jetzt auch ganz tolle Gräser. Ach, guck mal, die sind so lang, die kann ich hier von da hinten in die Kamera halten. Cool. Ja, und ich brauche jetzt eigentlich auch gar nicht viel Grün tatsächlich, weil ich habe so viel Blume und habe so schöne Sachen. Ich werde jetzt tatsächlich so aus dem Vollen schöpfen, dass ich für diesen Strauß wirklich nur noch ein bisschen Efeu. Ich mache immer bei den Stielen die Blätter ab. Weil es heißt ja auch immer, wenn man Sträuße bindet, es soll kein Grün in die Bindestelle kommen. Ja, ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sauber arbeitet. Warum? So, ich muss mal gucken, dass ich hier mich nicht selber blockiere mit den Stielen. Warum soll kein Grün in die Bindestelle? Weil wenn Grün in der Bindestelle ist, dann wird das Wasser natürlich schneller schlecht. Ist eigentlich auch logisch. Das heißt, die Stiele sollen ganz sauber geputzt sein. Ich nehme nochmal einen Stiel Efeu. Stiele sollen ganz sauber geputzt sein. Und eine Baumschere brauche ich auch. Entschuldigung. Ansonsten, wenn das Problem ist, wenn an den Stielen noch ein bisschen Blätter dran sind, dann hat man halt diesen Effekt und es macht wirklich unheimlich viel aus. Es gibt so Blumen wie Chrysanthemen zum Beispiel, die einfach sehr, sehr sauber geputzt sein müssen, damit sie auch dann gut halten. Dann habe ich hier noch ein wunderschönes, zartes Grün. Das ist das sogenannte Hirtentäschel. Manche kennen es vielleicht aus dem Garten. Und das ist auch bezaubernd, weil das so diesen wiesigen, lässigen Charakter reinbringt. So, ich habe jetzt also genügend Gräser schon tatsächlich in meinen Strauß reingemischt. Und ganz wichtig ist auch, vor allem bei so einer Straußgröße, es gibt ja jetzt immer Blüten, die vielleicht auch zum Teil etwas weichere Stiele haben als die anderen. Und hier ist es ganz, ganz, ganz wichtig, den Strauß in der Spirale zu binden. Warum die Spirale? Wenn ich die Stiele jetzt so kreuz und quer anlegen würde und zum Beispiel ein Gerbera-Stiel ist auch nicht so fest wie vielleicht manch anderer, dann kann das Problem entstehen, dass beim Binden, also beim Zubinden des Straußes, wenn ein anderer Stiel so quer ist, dass der ja quasi abgemurkst wird, also zerquetscht,
genau, zerquetscht wird. Ja, ich suche auch, ich ringe manchmal um die Worte, um das schön zu formulieren. Ja, und wenn ein Stiel zerquetscht wird, ist die Blüte kaputt. Und das wäre natürlich ein Jammer, bei, wenn man so tolle Blüten hat, es würde ich jede Blume, die kaputt geht, betrauern. Das geht gar nicht. Und ich muss dann natürlich auch wirklich schauen, dass die alle schön, ja, schön zur Geltung kommen, dass die schön positioniert werden. Natürlich kann ich jetzt bei so einer Menge, ihr seht, ich putze auch so einen Stiel nochmal mit der Hand, dass der ordentlich, ja, dass der sauber ist, um eben genau das zu vermeiden, dass der Grün in die Bindestelle kommt und ja, pass einfach auf. Und ihr seht hier auch schon an meiner Hand, die Stiele laufen alle von mir weg, alle. Ja, ich probiere jetzt einfach mal eins nach dem anderen. Und ich putze auch noch beim Binden putze ich auch noch. Wenn man die Kapazität in Händen hat, kann man das so machen. Das geht allerdings nicht immer. Wenn ich noch mehr Blumen habe, und hier habe ich zum Beispiel, wie man sieht, der Eukalyptus, der ist jetzt noch im Eimer mit dem Gummi. Ja, den habe ich nicht geöffnet. Das ist natürlich blöd. Jetzt habe ich keine zwei Hände. Gehe mit einem Messer dran und öffne den Eukalyptus. Man kann dadurch jetzt natürlich auch mal einen Stiel aus dem Eimer ziehen, was ich gerade machen wollte, was mir aber leider gar nicht gelungen ist. So, und kann den Eukalyptus auch nochmal so ganz spielerisch dazwischen setzen und dazwischen ganz locker laufen lassen. Also ich möchte diesen Strauß locker, lässig, üppig. Ja, das soll ein richtig, richtig schicker Glückwunschstrauß werden. Und es ist auch eine Überraschung, aus dem Ausland bestellt, hier im Taunus geliefert. Und ich bin sehr gespannt, die werden auch echt Augen machen, weil da werde ich dann natürlich morgen früh aufkreuzen mit dem Strauß in der Hand und freue mich auch sehr auf diesen Augenblick. Ich muss den Strauß immer wieder beim Binden in der Hand drehen. Muss auch darauf achten, dass ich einfach die Blüten schön verteile. Und durch das Drehen kann man auch immer wieder gut anlegen, weil ich habe natürlich an der Hand hier, sieht man hier so die Öffnung, ich kann die Hand natürlich auch nur an der einen Seite öffnen. Das heißt, ich kann auch nur an der einen Seite anlegen. Ja, ich kann, es geht natürlich nicht. Ich kann nicht hier hinten anlegen. Da ist meine Hand zu, hier vorne ist sie offen. Und das ist ja auch der Grund, dass ich den Strauß mehr in der Hand auf jeden Fall drehen muss. Die Dahlien habe ich jetzt noch nicht verwendet. Die wollte ich gerne verwenden, wenn ich so ein bisschen weiter an den Rand komme. Die sind ein Tick kürzer. Auch hier mache ich wieder Blätter ab vom Stiel und kann die hier so anlegen. Und auch die sind in diesen herbstlichen Tönen. Ja, es ist wirklich weiß, Creme, Orange. So ist der Kundenwunsch, rot und natürlich auch Herbstlaub. Doch, ja, da ist es ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Herbstlaub? Aber in dieser Fülle an Blüten kann man leicht auch mal das Laub übersehen, tatsächlich. Und zum Thema Laub, das sage ich euch auch noch mal einen kleinen Trick. Da gibt es auch noch mal was Schönes. Das kann ich euch gleich zeigen, wenn ich den Strauß abgebunden habe. Ja, ist also eins nach dem anderen. Tatsächlich wirklich jetzt viel
in den Händen, habe einen Wahnsinnsstrauß gebunden. Ich glaube, meine Hände sind dann auch froh, wenn sie diesen Strauß wieder loswerden. Und fragt sich jetzt mancher, der sagt so, boah, wie geht das denn, so viele Blumen zu halten? Ja, weil das ist jetzt natürlich schon, hat richtig Gewicht, ja, und wenn man auch sieht, wie groß der ist im Verhältnis zu mir, das ist schon echt der Hammer. Und ja, das funktioniert dank der Spirale, ja, also dieses Blumenstraußbinden in der Spiraltechnik, da habe ich auch schon Videos gemacht im Blumenstraußbinden für Einsteiger, habe ich das sehr genau, ja, beschrieben. Das lohnt sich also wirklich, das anzugucken. Und wenn man hier jetzt meine Hand sieht, dann seht ihr auch, meine Hand ist nicht, hier ist noch ein bisschen Platz dazwischen, ja, die ist nicht geschlossen, aber da die Stiele alle in der Spirale liegen, ist es tatsächlich möglich, dass ich diesen Strauß halten kann und dass die Stiele, weil die alle so in der Spirale liegen, dass die Stiele aus diesem Strauß nicht rausfallen. Ja, das ist immer wieder faszinierend. Ich wollte noch mal einen Efeu anlegen, aber der ist mir zu krumm. Ich brauche einen, der gerade ist. Ich habe jetzt so schönes Randgrün und ich habe jetzt auch meine Blüten so schön positioniert, dass ich jetzt in der Tat fertig bin und auch den Strauß jetzt zubinde. Ja, die Frage ist, genau, wie kann man es halten? Das Geheimnis ist die Spirale. Und was noch sehr, sehr wichtig ist an so einem Strauß, ist, dass der Strauß ja, kugelig ist. Ja? Weil wenn ich gucke ja nicht immer so drauf, sondern ich sehe den ja auch durchs Zimmer so. Das heißt, also es ist ganz wichtig, während ich den Strauß binde, sinken oft ein paar Blüten runter. Das ist ganz normal. Das heißt, am Schluss versuche ich schon, die mittleren Blüten etwas hochzuziehen, dass die auch gut sichtbar sind. So, habe jetzt also alles drin und es gibt ganz viele Floristen, die einen Spiegel noch ja, bei sich neben sich hängen haben. Den Spiegel, den brauchen wir tatsächlich. Ich schneide jetzt erstmal ein paar Stiele ab, dass ich mich wieder bewegen kann. Den Spiegel, den brauchen wir einfach, weil bei manchen Sträußen da können wir nicht mehr drauf gucken. Die sind so groß, dass wir echt den Überblick verlieren. Und dann gehen wir her, stellen uns so vor den Spiegel und gucken mal, wie das alles so aussieht, um das quasi aus dem Auge des Betrachters so von oben zu sehen. Weil das ist so mit normalen Blick von der Seite ist es leider oft nicht mehr möglich. Dann nehme ich mir relativ viel Bindebast. Ich möchte diesen Strauß schon ordentlich abbinden und bei dem, also der bleibt jetzt mit einer Bindestelle, aber manchmal kann es sein, wenn man längere Sträuße bindet, dann kann es auch sein, dass die, wenn man eine Bindestelle hat, dass der Strauß so auseinanderklappt. Ja. Und dann ist es ganz gut, eine sogenannte doppelte Bindestelle zu machen. Ich glaube, das zeige ich mal in einem extra Video. Weil das muss man auch sehen, wie es ohne doppelte Bindestelle und mit. Ja, ist wieder ein schönes Videothema, ne? Und ja, auf jeden Fall habe ich ihn jetzt mal gebändigt. Ich bin jetzt also schon dreimal drum herum, habe den also gut gebunden, habe die Stiele zwar noch nicht angeschnitten, habe die jetzt wirklich nur befestigt, lege ihn so vorsichtig auf die Tischkante. Ich lege ihn also nicht auf den Tisch, sondern wirklich auf die Kante und dann kann ich ihn, indem ich die Stiele mit meinen Oberschenkeln stütze, kann ich also binden, verschlinge den Bast immer gern doppelt, ja, also nicht nur einmal, wie wenn ich einen Knoten mache, sondern so drumherum und dann nochmal drumherum. Und wenn ich dann anziehe, dann kommt der Bast nicht so zurück, aber ihr seht, auch ich muss hier ein bisschen gucken, dass ich diesen Strauß, dieses Monster bändigen kann. Aber jetzt hat er verloren, habe es also geschafft und es ist alles drin. Kontrolliere nochmal, dass keine Blätter in der Bindestelle sind. Also alles nochmal schön sauber machen, ordentlich machen und schneid dann die Stiele alle zuerst mit der Gartenschere gerad, mit der Schere, die ich ja immer super gerne empfehle,
die wunderschön schneidet. Und dann, so, das macht, genau, das ist gar nicht so einfach, wenn man so einen großen Strauß hat. So, schneide ich jetzt alles hier gerade an. Der Empfänger braucht also schon eine große Vase, weil, wie ihr seht, Einfalls, wie Herr Jesus so schön in der Schule, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Die Stiele, so wie sie eben im Strauß, im Winkel sind, so kommen sie bei mir unten auch wieder raus. Das heißt, ich habe natürlich mit so einem großen Strauß und so viel Blumen, wenn ich den jetzt so gebunden habe, so üppig, gehen auch die Stiele ganz schön auseinander. Ja, ist Wahnsinn. Und da braucht man also auch wirklich eine große Vase. Und das jetzt nicht nur mit der Baumschere, dass ich es anschneide. Ich nehme auch jetzt noch ein scharfes Messer und kauft bitte immer auch ein gutes Messer. Ganz, ganz, ganz wichtig, um die Stiele schön anzuschneiden. Weil ich sehe immer wieder, dass die Leute dann kommen mit ihrer Haushaltsschere, das quetscht die Stiele. Und also wir Floristen, wenn es nicht gerade Gehölze sind, wir schneiden tatsächlich immer mit einem guten, scharfen Floristenmesser die Stiele schräg an. Und wenn so ein Strauß, also manchmal ist man auch unterwegs, ja, dann machen wir, klar, gibt es eine Feuchtverpackung, aber wenn die Blumen länger nicht im Wasser waren oder wenn man sie jetzt für die Vase vorbereitet, dann ist es am allerbesten, die Stiele alle schräg anzuschneiden. Ja, ist ganz, ganz wichtig. Und das mache ich jetzt hier, wenn einer ein bisschen härter ist, wie vom Efeu, dann nehme ich die Schere. Aber die anderen, alles was weich ist, wird mit diesem Floristenmesser schräg angeschnitten. Ja, so, also das war jetzt für heute mein Video, wie man so einen großen Strauß bindet, wie man den schön macht. Und ich glaube, es gibt ja viele, die sagen, Margit, ich habe schon so viel gelernt in deinen Videos von dir. Das freut mich immer total, das finde ich mega, mega toll. Und ich würde sagen, guckt mal meine Playlist Blumensträuße an, da findet ihr noch viel, viel mehr. Und ich sage einfach danke fürs Zugucken und schön, dass ihr in Bad Homburg mit dabei wart. Vielen Dank auch an meine liebe Kollegin Sabine. Tschüss!